herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute unser Statement, warum wir bzw. wegen unserem KTM-Abbruch. Und ihr seht gleich im Anschluss noch eine schöne fliegende Runde von NLS 2 vom Tim Heinemann, der den Start bei NLS 2 gefahren ist. So, und zwar, wie viele mitbekommen haben, haben wir das Projekt auf Eis gelegt. Es wurde natürlich viel spekuliert und und. Ich saß jetzt gerade eine sehr lange Zeit mit den Verantwortlichen von KTM hier an dem Tisch und wir konnten die Unklarheiten und unsere berechtigten, wie nennt man das, Kevin, unsere berechtigten Anmerkungen aus dem Weg räumen und eine Veränderung herbeischaffen. Sagen wir es mal so. Ja? Demzufolge stehen wir dann auch zu unserem Wort und wir werden jetzt mit der KTM beim 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Dass das natürlich im Hinblick auf Erfahrung sammeln mit dem Auto, gerade auch für mich als Fahrer, kein Vorteil war, dass wir NLS 3 nicht gestartet sind, ist völlig klar. Auf der anderen Seite muss man schon, und das ist, wie ich schon mal erwähnt habe, meine Entscheidung, auch seine Konsequenz ziehen, wenn es einfach nicht passt. Ne? Und das haben wir auch getan und wären auch nicht gestartet, wenn es sich, sage ich mal, nicht geändert hätte. So, mehr möchte ich da auch nicht zu sagen und ich werde auch in Zukunft dazu nicht mehr sagen. Bin da ganz positiv, dass man da relativ deutlich und schnell auf einen Nenner gekommen ist. Was natürlich auch wieder viele mitbekommen haben, ihr werdet jetzt gleich, wie gesagt, die Onboard vom Tim Heinemann sehen. Der Tim ist nicht mehr an Bord. Warum? Nicht, weil wir uns zerstritten haben, nicht, weil irgendwas vorgefallen ist, sondern es gab natürlich jetzt fast anderthalb, zwei Wochen luftleerer Raum. Ich hätte vor zwei Wochen eher gesagt, das Projekt ist erstmal länger auf Eis und vielleicht kommen wir gar nicht mehr dieses Jahr mit dem Auto zurück, als dass wir kurzfristig wieder fahren. Das ist aber jetzt nicht der Fall. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich vor zwei Wochen nicht mit rechnen. Und so ein Tim, ja, der hat eine mega Zukunft vor sich, habe ihm dann direkt gesagt, du, ich kann dir nicht sagen, ob wir und wie wir weitermachen, wenn du ein besseres Angebot oder wenn du ein Angebot bekommst, ey, ich kann dir da nicht böse sein. Es, ne? Und natürlich kam das Angebot sofort. Und ja, der Junge performt gerade auf dem GT3-Auto und ich wünsche ihm da auch wirklich die Aufmerksamkeit, die das verdient, weil er wird definitiv, so doof kann der sich gar nicht anstellen, der wird da definitiv richtig einen raushauen. Und wir werden als dritten Fahrer jetzt Christoph Breuer begrüßen dürfen. Viele wissen auch, dass er ursprünglich mal geplant war fürs Projekt. Bei ihm intern, bei Porsche, aber zum 24-Stunden-Rennen doch nichts ansteht. Das war ja genauso, wo wir gesagt haben, hey, er kann nicht zusagen, er kann nicht absagen. Dann hat er uns abgesagt, weil er uns nicht länger hinhalten wollte. Dann ist der Tim eingesprungen sozusagen. Ja, bei Christoph hat sich genau letzte Woche, unabhängig von unserem KTM-Projekt, ergeben, dass er nicht gebraucht wird sozusagen von Porsche oder Mantai. Das heißt für uns jetzt natürlich, er hat noch nie einen Meter mit dem Auto gefahren. Ich bin jetzt 7 Runden bis jetzt mit dem Auto gefahren. Und Heiko hat natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ist aber nicht dramatisch. Es bleibt genauso das Ziel, das Auto weiter fahrbar zu bekommen. Und wir nutzen einfach das 24-Stunden-Rennen, um eine geile Motorsportzeit zu haben. Wir werden natürlich das bestmögliche Racing rausholen, aber müssen dann natürlich auch realistisch bleiben, dass wir natürlich mit ganz wenig Erfahrung daran gehen. Aber das soll das Ganze nicht wirklich schmälern. Wir werden jetzt übernächste Woche hier auf der Grand Prix-Strecke nochmal einen Test machen, damit ich einfach nochmal zum Fahren komme. Ist zwar nur Grand Prix-Strecke, es gibt leider keinen Nordschleifentrack, der mehr bis zum 24-Stunden-Rennen, sonst hätten wir den auch genommen, wo der Christoph dann auch einfach mal die ersten Meter macht und ich nochmal ein bisschen mit dem Auto fahren kann. Ja, und dann aus der kälteren Hose sozusagen werden wir beim 24-Stunden-Rennen dann starten. Werden da euch auch hoffentlich richtig geilen Content zeigen, haben da uns richtig viel überlegt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen, bei der Onboard vom Tim und bis zum nächsten Video. Ciao.